Die Studenten wollten eine freie Universität und die damalige Universität unter den Linden, die spätere Humboldt-Universität, war keine freie Universität mehr. Sie hatte ihren anfänglich durchaus vorhandenen oder zumindest verkündeten Anspruch, eine demokratische und auch antifaschistische Universität zu sein, verwirkt. Es gab Eingriffe der Politik, der Parteipolitik, vor allem der SED, in die Freiheit der Universität und auch die Beseitigung des bereits errungenen politischen Mandats der Studentenschaft, und die Studenten wehrten sich dagegen. Doch wer sind die Studenten? Es waren nicht die Studenten insgesamt. Es war eine kleine Minderheit, angeführt von sehr aktiven und charismatischen Studenten, von denen übrigens viele selber Opfer des Faschismus waren oder fast geworden wären. Das heißt, sie waren im Widerstand oder waren wegen ihrer Anführungszeichen rassischen, jüdischen oder halbjüdischen Herkunft verfolgt worden. Hier wären zu nennen Otto Hess, Horst Hartwig, Helmut Koper und Eva Heilmann. Und diese Studenten hatten am eigenen Leibe erfahren, was Unfreiheit war und wie wichtig Freiheit im Allgemeinen, eine freie Universität im Besonderen war. Und sie fanden nun Unterstützung bei einigen Amerikanern, auch hier wieder jüdische Immigranten, vor allen Dingen der Historiker Dr. Fritz Epstein, der zurückgekehrt war nach Deutschland, nach Berlin und mit seiner Frau Hertha einen sogenannten Salon unterhielt, also Studenten einlud in ihre Wohnung und mit ihnen diskutierte. Er wollte sie sicherlich politisch erziehen, aber es gab auch was zu essen. Und Eva Heilmann sagte so schön, es war Demokratisierung mit Wurst. Auf Initiative vor allem der Epsteins wurde Geld gesammelt von amerikanischen Privatpersonen und dieses Geld benutzt, um eine Studentenzeitschrift namens Colloquium herauszugeben. Wohlgemerkt immer noch an der Universität unter den Linden. Herausgeber dieses Colloquium waren der schon erwähnte Otto Hess sowie Otto Stolz und Joachim Schwarz. Und mit diesen drei begann alles. Diese Herausgeber der Studentenzeitschrift Colloquium wurden nämlich wegen einiger kritischer Artikel, die in der Zeitschrift veröffentlicht worden waren, relegiert, das heißt aus der Universität entfernt. Und das brachte das Fass zum Überlaufen. Die Studenten solidarisierten sich mit diesen drei und am 23. April 1948 kam es zu einer großen Protestkundgebung mit fast 2000 Teilnehmern im Hotel Esplanade am Potsdamer Platz, also im Westteil der damals noch nicht eingemauerten Stadt. Und hier hat Otto Stolz, einer dieser Herausgeber des Kolloquiums, den magischen Begriff gewählt: Wir wollen eine freie Universität. Und es war mehr oder minder ein Zufall, dass nämlich ein amerikanischer Journalist namens Kendall Foss dabei war. Und der war so begeistert von den begeisterten Reaktionen der Studenten, dass er sich an den amerikanischen Stadtkommandanten im amerikanischen Sektor Berlins, Oberst Hawley, wandte und darüber berichtete. Und der wiederum das weitergab an den amerikanischen Militärgouverneur für die gesamte amerikanische Zone, Lucius D. Clay. Und der war auch davon angetan. Parallel dazu gab es nämlich Pläne, auch der amerikanischen Administration, einmal die Hochschule für Politik in den Westsektoren wieder zu öffnen oder und ein Institut für Advanced Studies, eine Art Elite-Universität zu gründen. Also am Anfang der Geschichte der freien Universität stand gewissermaßen schon das Ende. Aber es waren nicht nur die Amerikaner, sondern es kamen jetzt die Deutschen und die deutschen Politiker und vor allen Dingen Ernst Reuter. Der charismatische Bürgermeister Berlins, der es und nur der es wagen konnte, 3 Jahre nach dem Ende des Krieges das bekannte Zitat zu bringen: Völker der Welt, schaut auf diese Stadt, auf Berlin, das bis vor kurzem Hauptstadt des Dritten Reiches gewesen war. Und nun geht es ganz schnell. Wir sind noch im April 1948. Im Mai, genau gesagt am 11. Mai 1948, beschließt die Berliner Stadtverordnetenversammlung Maßnahmen für die Errichtung einer freien Hochschule im Westen der Stadt. Es wird ein 7-köpfiger Ausschuss zur Vorbereitung einer freien Universität gegründet, von Politikern, führend wieder Ernst Reuter. Und nun bricht die Krise gewissermaßen aus, die Blockade Berlins am 24. Juni 1948 mit der Luftbrücke,
Aber man sollte denken, damit ist es vorbei, denn die haben andere Sorgen, die haben nichts zu essen, die haben keine Kohle und so. Aber es wird geradezu fördernd. Also im Schatten dieser Weltgeschichte, in wenigen Monaten, kommt es zur Errichtung der Freien Universität. Wie genau? Am 22. September 1948 gibt der Magistrat von Groß-Berlin die Entscheidung, nämlich die Errichtung einer Freien Universität, Zitat, frei von Furcht und ohne einseitige Bindung an eine parteipolitische Doktrin. Im August 1948 gibt auch General Clay die Zustimmung dazu und am 4. November beschließt die Stadtverordnetenversammlung bereits die Satzung der neuen Universität. Sie ist wirklich neu, es soll eine Körperschaft des öffentlichen Rechts sein, mit Selbstverwaltung, nicht dem Staat unterstellt, sondern einem Kuratorium, in dem neben Politikern auch Professoren und auch ein Student vertreten ist. Das ist das sogenannte Berliner Modell, eine neue Universität, die sich von Anfang an unterscheiden sollte von den alten Ordinarienuniversitäten. Am 8. November 1948 wird bereits mit den Vorlesungen begonnen in Dahlem und am 4. Dezember 1948 ist die offizielle Gründungsfeier im Titania-Palast in Steglitz, wo es zunächst noch zu einem kleinen Skandal kommt, denn die Studenten sollten hinten sitzen, waren ja nur Studenten, aber das waren schon Studenten der Freien Universität, das ließen sie sich natürlich nicht gefallen. Die Freie Universität ist von der Gründung her im Sinne des französischen Historikers Pierre Noir ein Erinnerungsort. Nicht nur der Unigeschichte, nicht nur der Berliner Geschichte, nicht nur der deutschen, sondern der Weltgeschichte. Völker der Welt schaut auf diese Stadt, hat Ernst Reuter ausgerufen. Er hätte auch sagen können, Völker der Welt schaut auf diese Universität. Denn nie zuvor, noch nie danach, ist eine Universität auf Initiative von Studenten entstanden. Und dies auf dem Höhepunkt eines weltpolitischen Konflikts, der Kalte Krieg, in dessen Mittelpunkt das von Sowjets blockierte Westberlin stand. Es ging auch um Weltgeschichte. Das Große war mit dem Kleinen, das Banale mit dem Pathetischen und die Weltgeschichte mit der des Alltags verbunden. Man benutzte große Worte wie Wahrheit, Gerechtigkeit und Freiheit, Veritas, Justitia, Libertas, der Wahlspruch der Freien Universität, und löste scheinbar kleine Probleme wie das Fehlen von Unterrichtsstätten durch die Besetzung von leerstehenden Dahlemer Villen nach dem unnachahmlichen Motto der Studenten: Wo Willen sind, ist auch ein Weg. Ein wunderschönes, nicht nur pathetisches, sondern praktisches Motto für diese wirklich neue und wirklich freie Universität. Und das blieb sie auch in den ersten bis 1968 dauernden 20 Jahren.